Heute zeige ich dir, wie du diesen Riesenhaufen Game Day Snacks zu Hause selber machen kannst. Es gibt 3 verschiedene Dips, Chicken Bites, Mini Burger, Mini Pizzen und noch eine richtig fette Nacho-Platte. Also bleib dabei, viel Spaß. Ich fange natürlich jetzt direkt mit einer richtig geilen Käsesoße an, weil die darf nie fehlen. Dafür musst du erstmal 10 Gramm Butter in einem Topf schmelzen und dann 10 Gramm Mehl dazu schmeißen. Das verrührst du alles gut miteinander und lässt die Masse dann für etwa eine Minute anbraten. Dann kannst du es nochmal einmal kurz durchrühren und packst 60 Milliliter Milch dazu. Das musst du dann so lange durchrühren, bis es dickflüssig wird. Und das geht richtig schnell, also einfach rühren, 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 bis es dann irgendwann so aussieht. Dann kommen nochmal 60 Milliliter Milch mit dazu und wieder alles schön durchrühren. Wenn das Ganze dann keine Klumpen mehr hat, kannst du 85 Gramm geriebenen Cheddar dazu schmeißen, wieder alles durchrühren und noch mit einem 1/4 Teelöffel Salz und einem 1/4 Teelöffel Cayennepulver würzen. Jetzt musst du es nur noch so lange erhitzen und durchrühren, bis es schön gleichmäßig flüssig ist. Und dann ist der erste Dip, der perfekte Nacho-Käse, schon fertig. Und da kannst du wirklich absolut alles reindippen. Als nächsten Dip gibt es eine würzige Salsa, die warm und kalt schmeckt. Und für die musst du erstmal 2 bis 3 rote Zwiebeln feinwürfeln. Außerdem brauchst du noch 3 bis 4 gewürfelte Chilischoten. Ich habe Jalapenos genommen. Die kannst du dann übrigens am besten erstmal halbieren, die Kerne rausmachen, dann Streifen schneiden und die Streifen dann würfeln. Und dann brauchst du noch etwa 1 Kilo gewürfelte Tomaten. Du merkst bei den Angaben schon, das wird ein großer Eimer, weil ich finde, so eine Soße kann man besser in großen Mengen machen als in kleinen. Mehr musst du aber auch gar nicht schneiden. Jetzt geht's schon an den Topf und da kannst du dann in etwas Olivenöl einen Teil deiner Tomaten anbraten, bis die ein bisschen braun werden und weich sind. Dann kommen nochmal 100 Milliliter Olivenöl in deinen Topf mit rein und der ganze Rest von dem geschnittenen Gemüse, also die Tomaten, Zwiebeln und Chilischoten mit reinschmeißen. Das kannst du nochmal einmal alles kurz köcheln lassen und dann kommen 100 Milliliter Apfelessig mit dazu. Jetzt musst du das eigentlich nur noch würzen und dafür nimmst du einmal 2 Teelöffel Räucherpaprika, 2 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Cayennepulver und 2 Teelöffel Zucker. Dann kannst du noch 3 bis 4 Knoblauchzehen reinreiben, wieder alles gut durchrühren und 5 Minuten köcheln lassen und zum Schluss noch einmal nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Dann hast du auch schon den zweiten Dip fertig, nämlich eine perfekte Salsa, die wie gesagt kalt und warm fantastisch schmeckt. Der dritte Dip ist der einfachste von allen, weil da musst du fast nichts für machen. Als erstes musst du einfach 150 Gramm Frischkäse in einen Behälter tun. Den würzt du dann mit Salz und Pfeffer. Dazu kommt dann ein bisschen Oregano und Thymian und dann kannst du alles ordentlich durchmischen. Nach Geschmack kannst du jetzt noch ein bisschen Knoblauch mit reinreiben und mit Tabasco-Soße würzen. Dann einfach alles durchrühren und der Dip ist fertig. Und der ist übrigens richtig cremig, richtig würzig und schmeckt einfach nur fantastisch. Das waren dann jetzt auch schon alle 3 ziemlich verschiedenen Dips. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch Sachen, die wir da reindippen können. Und was wäre dafür besser als richtig schöne Chicken Bites? Ich benutze dafür heute mal Hähnchenkeulen, weil die im Normalfall noch ein bisschen deftiger und saftiger sind. Aber dafür muss ich natürlich erstmal die Dinger auseinanderteilen. Wenn du das an der richtigen Stelle einschneidest, dann kannst du schon sehen, wo sich die Knochen berühren. Und dann kannst du da einfach mit deinem Messer durchschneiden und hast die Knochen schon auseinander. Dann kannst du dein Messer nehmen und so langsam an den Knochen lang fahren und damit Stück für Stück das ganze Ding rausholen. Am besten geht das übrigens meiner Meinung nach mit so einem Filetiermesser. Aber wenn du keins hast, dann sollte eigentlich jedes wirklich scharfe Messer funktionieren. Da musst du natürlich noch die Haut abmachen, da wir die in diesen Bites natürlich nicht unbedingt haben wollen. Aber schmeiß die Haut und die Knochen auf gar keinen Fall weg, sondern frier die einfach ein und dann kannst du die irgendwann einfach rausholen und daraus eine richtig gute Hühnerbrühe machen. Jetzt aber weiter mit unserem Fleisch. Das kannst du dann einfach würfeln und dann ist es schon fertig. Theoretisch kannst du dann das gleiche noch mit dem anderen Teil der Keule machen. Ich habe mir die Arbeit aber heute nicht gemacht, sondern habe mir die Dinger auch einfach eingefroren und später aufgetaut und daraus Barbecue Wings gemacht. Wenn du dir übrigens die ganze Arbeit sparen willst, kannst du auch einfach Hähnchenbrust nehmen und die in Würfel schneiden. Im Grunde kannst du dann alles andere genau gleich machen, nur du nimmst halt nicht die Hähnchenkeule und machst den Knochen raus, sondern nimmst eine Hähnchenbrust. Ich habe heute beides gemacht, um herauszufinden, was davon besser ist. Und welches besser war, erzähle ich dir natürlich gleich noch. Deine Hähnchenstücke kannst du jetzt in einen Behälter tun und erstmal gleichmäßig salzen. Dann nimmst du dir Buttermilch und gießt so viel rein, bis das Hähnchen komplett bedeckt ist. Dann kannst du es einmal durchrühren, sodass das Salz überall drankommt und dann abgedeckt für eine Stunde einziehen lassen. Wie gesagt, das gilt für beides, Hähnchenkeule und Hähnchenbrust. Nach einer Stunde kannst du es dann aus der Buttermilch rausholen. Die Buttermilch kannst du dann wegschütten und dein Hähnchen wieder in den Behälter reintun. Und dann musst du es mit deiner Lieblingshähnchengewürzmischung würzen und die richtig schön einmassieren. Ich habe hier übrigens meine geheime KFC-Gewürzmischung benutzt. Für die musst du erstmal 2 Teelöffel Thymian und 1 Teelöffel Oregano zu Pulver verarbeiten. Zu dem ganzen Pulver kommen dann 8 Teelöffel edelsüßes Paprikapulver, dann noch 4 Teelöffel Knoblauchpulver, 4 Teelöffel Ingwerpulver, 4 Teelöffel Senfpulver oder wenn du wie ich keins mehr hast, kannst du auch einfach Senfkörner am Anfang mit klein mahlen, dann
noch 4 Teelöffel Koriandersaat, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel gemahlenen Pfeffer und so viel Chilipulver, wie du verträgst. Das Ganze musst du dann einfach nur schön miteinander verrühren und dann ist deine KFC-Gewürzmischung fertig. Ach ja, und wenn wir schon mal dabei sind, können wir natürlich direkt unser Mehl, was wir zum Panieren benutzen, würzen. Dafür nimmst du dir 200 bis 250 Gramm Mehl und packst etwa die Hälfte von deinem gerade gemachten Gewürzpulver dazu. Jetzt aber zurück zum Hähnchen. Das gewürzte Hähnchen musst du nämlich jetzt nochmal wieder abdecken und nochmal eine Stunde wegtun. In der Zeit können die Gewürze richtig schön einziehen. Nach dieser Stunde kommt schon fast der letzte Schritt, aber natürlich einer der wichtigsten, und zwar das Panieren. Und dabei gibt es einen richtig wichtigen Trick für super knuspriges Hähnchen. Du packst jetzt einfach dein gewürztes Hähnchen in dein gewürztes Mehl, verteilst das Mehl schön gleichmäßig am Hähnchen, lässt es dann einmal ein bisschen abfallen und schmeißt es in eine Schale mit Wasser. Da lässt du es kurz drin liegen, nimmst es dann wieder raus und packst es wieder ins Mehl. Und dadurch bekommst du so ganz viele kleine Mehlstückchen, die später richtig knusprig werden. Das Mehl kannst du dann wieder ein bisschen abschütteln und dann kannst du dein Hähnchen auf einen Teller legen und mit dem nächsten weitermachen. Jetzt musst du die Dinger nur noch bei 180 Grad frittieren, bis sie richtig schön goldbraun sind. Dabei würde ich nicht zu viele auf einmal machen, damit das Öl nicht zu kalt wird und der Topf nicht zu voll wird. Und wenn die dann die perfekte Farbe haben und durch sind, kannst du sie auf ein Stück Küchenrolle legen und abtropfen lassen. Und jetzt natürlich noch der versprochene Vergleich. Es schmecken beide Stücke wirklich geil, aber weil ich die Bruststücke ein bisschen größer geschnitten habe, ist natürlich mehr Hähnchen drin und wie zu erwarten, die Keule ist noch ein bisschen saftiger geblieben. Jetzt habe ich aber erstmal genug über Hähnchen geredet und wir machen weiter mit dem nächsten, was auf gar keinen Fall fehlen darf. Und zwar richtig schöne Mini-Burger. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Buns, also 200 ml warmes Wasser in einen Behälter tun und mit 2 Esslöffel Milch und 35 Gramm Zucker ordentlich vermischen. Da rein dann einen frischen Hefewürfel bröseln und 5 Minuten stehen lassen. Dann das Ganze einmal kurz mixen. Und dann bei laufender Küchenmaschine nach und nach 500 Gramm Weizenmehl vom Typ 550 reinkneten. Und wenn das dann alles drin ist, noch 8 Gramm Salz, 80 Gramm weiche Butter und ein Ei mit reinwerfen. Und dann erstmal nur noch alles kneten lassen, bis es ein schön geschmeidiger Teig ist. Der Teig muss dann abgedeckt für etwa eine Stunde aufgehen. Und wenn er dann so aussieht, können wir ihn aus dem Behälter rausholen und unsere Buns formen. Ich habe hier wieder zwei Wege für dich ausprobiert, nämlich einmal den mit ein bisschen mehr Arbeit und einmal den für Faule. Bei dem etwas aufwendigeren habe ich mir jeweils 20 Gramm pro Bun genommen und die wirklich von Hand zu einem Bun geformt und auf ein Blech getan und platt gedrückt. Das ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit, aber im Vergleich zu der anderen Methode ein bisschen mehr. Bei der anderen Methode habe ich nämlich einfach den restlichen Teig ausgerollt und mit so einem Keksausstecher in die passende Größe ausgestochen. Die habe ich dann einfach auch aufs Blech getan und das war's dann schon. Ich kann dir aber jetzt schon mal vorwegnehmen, die richtig geformten Buns sind um einiges besser geworden, viel fluffiger, viel bessere Form und sehen halt auch wirklich aus wie richtige Buns. Aber egal, was von beiden du jetzt machst, der nächste Schritt ist wieder gleich. Die Buns müssen nämlich jetzt nochmal einmal abgedeckt werden und nochmal eine Stunde aufgehen. Danach kannst du dann mit einer Mischung aus einem Ei, 2 Esslöffel Wasser und 2 Esslöffel Milch bepinseln und wenn du willst noch mit weißem oder schwarzem Sesam bestreuen. Die Geräte kommen dann in den auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Backofen und müssen so ungefähr 6 bis 10 Minuten backen. Am besten guckst du in der Zeit immer mal wieder nach, ob die schon braun genug sind und wenn die dann so aussehen, sind die perfekt. Die Teile kannst du dann auch übrigens in richtig großen Mengen machen und einfach ein paar davon in eine Tüte oder in eine Dose tun, dann einfach einfrieren und wenn du mal Bock drauf hast, die Dinger auftauen und hast immer frische, perfekte Buns. Das nächste, was für unsere Mini-Burger gemacht werden muss, ist natürlich das Fleisch. Dafür habe ich insgesamt ungefähr 500 Gramm Rinderhackfleisch genommen und dann 17 30 Gramm Kugeln daraus geformt. Die habe ich dann in meine ganz leicht eingefettete Gusseisenpfanne gelegt und wie jeden anderen Smashburger einmal platt gedrückt, schön gleichmäßig mit Salz und Pfeffer gewürzt, nach kurzer Zeit abgekratzt und gewendet, dann mit so Mini-Käsescheiben belegt, die ich einfach aus ganz normalen großen Cheddar-Scheiben rausgeschnitten habe, also einfach Cheddar-Scheiben geviertelt habe. Und sobald die Patties dann fertig waren, habe ich sie aus der Pfanne rausgenommen und die Burger gebaut. Ich habe dann ausnahmsweise mal nicht die Buns gebuttert und getoastet, weil ich das nicht mit 17 Buns machen wollte, sondern die Teile einfach aufgeschnitten, jeweils beide Hälften gleichmäßig mit Soße beschmiert, die einfach nur aus gleichen Teilen Mayo und Ketchup, etwas Gurkenessig und Salz und Pfeffer besteht. Dann habe ich einfach auf die untere Hälfte etwas klein geschnittenen Salat, eine große Scheibe Essiggurke, da drauf das Patty mit dem Käse und eine Minischeibe Tomate gelegt. Dann muss einfach nur noch der Deckel drauf und wenn du es hast, kannst du so kleine Fähnchen reinstecken oder auch Zahnstocher, damit die Dinger halt einfach stehen bleiben. Der nächste Snack werden so richtig geile Mini-Pizzen. Und natürlich machen wir dafür erstmal einen richtig guten, schnellen Pizzateig. Dafür brauchst du 300 Gramm lauwarmes Wasser, wo du dann eine Packung Trockenhefe reinrührst und das lässt du dann 5 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit kannst du schon mal 500 Gramm Pizzamehl mit 16 Gramm Salz mischen und sobald die Hefe 5 Minuten gezogen hat, kannst du die ganze Suppe bei laufender Küchenmaschine mit zu deinem Mehl schütten
und auch direkt schon mal 2-3 Esslöffel Olivenöl mit dazu tun. Das Ganze lässt du dann 10 Minuten kneten und dann ist der Pizzateig auch schon vorbereitet. Ich knete ihn immer noch mal kurz einmal mit der Hand ein bisschen und form daraus eine schöne Kugel. Und dann kommt er wieder in deinen Behälter, kann abgedeckt werden und muss am besten bei ungefähr 50 Grad für eine Stunde aufgehen. Nach der Stunde kannst du dann schon die Pizzen formen. Und auch hier gibt es wieder einen guten und einen faulen Weg. Der gute Weg ist wieder wie bei den Buns mit etwas mehr Handarbeit verbunden. Dafür nimmst du dir 50 Gramm vom Mehl, formst daraus eine kleine Kugel und mehlst die Kugel. Daraus kannst du dann von der Mitte nach außen nach und nach eine Pizza formen und solltest dabei dann schön außen eine Kruste kriegen und innen eine flache Pizza haben. Der faule Weg ist auch hier wieder ausrollen und ausstechen. Wenn du das machst, hast du am Ende keinen fluffigen Rand und an sich ist deine Pizza einfach so ein bisschen fester und meiner Meinung nach ist es nicht so geil, wie wenn du es einfach richtig machst. Die Mini-Pizzen musst du dann mit deiner Sauce bestreichen und für die Sauce kannst du ganz einfach eine Dose ganze Tomaten, 1-2 Knoblauchzehen, einen Teelöffel Olivenöl und etwas Salz und Oregano in einen Mixer tun und alles schön gleichmäßig mixen. Als letztes kannst du natürlich noch die Sachen auf deine Pizza schmeißen, auf die du Bock hast. In meinem Fall war es dann erstmal ein bisschen geriebener Mozzarella. Auf ein paar Pizzen habe ich dann klein gehackte Pilze verteilt. Außerdem habe ich noch ein bisschen klein gehackten Schinken und klein gehackte Salami mit draufgeschmissen. Dann können die Geräte schon in den Backofen. Ich habe das hier auf einen Pizzastein gemacht, den ich auf voller Hitze vorgeheizt habe und dann müssen die nur ganz kurz in den Backofen. Es geht bei diesen Mini-Pizzen aber wahrscheinlich auf einem Backblech nochmal viel besser. Das kannst du dann einfach mit Pizzen vollpacken und dann bei 200 Grad für 10-15 Minuten backen. Und wenn du dann die Pizzen so gemacht hast, wie ich es gezeigt habe, solltest du eine richtig schöne, fluffige Pizza, die fantastisch schmeckt, kriegen. Das waren jetzt die drei Snacks. Und jetzt kommt noch eine Sache, aber die Sache ist natürlich eine richtig fette Sache. Und zwar diese richtig heftige Nacho-Platte mit Hack, Bohnen und Käse überbacken. Und da drauf kommt dann noch so ein bisschen Gemüse, sodass du das Teil eigentlich so schon weghauen kannst. Aber mit den Dips, die wir vorhin gemacht haben, wird es noch krasser. Dafür musst du jetzt erstmal ein bisschen Öl in der Pfanne erhitzen. Und dann packst du 250 Gramm Hackfleisch mit rein. Hier kommt es auf deinen Geschmack an, ob du einfach Rinderhack oder gemischtes Hack nimmst. Ich finde auf jeden Fall beides geil. Das Hack drückst du dann einfach einmal so platt, damit du unten eine richtig schöne Kruste anbraten kannst. Und sobald du da eine Kruste hast, kannst du es dann richtig schön bröselig machen. Das geht easy einfach mit einem Pfannenwender oder so wie ich es gemacht habe, mit so einem Kartoffelstampfer. Hauptsache ist, dass es richtig, richtig bröselig wird. Das Ganze lässt du jetzt einfach noch ein bisschen weiter braten und dann kannst du eine gewürfelte rote Zwiebel und 2 gewürfelte Knoblauchzehen mit dazu schmeißen. Jetzt alles noch ein bisschen weiter braten lassen und dann mit 1 Teelöffel Chilipulver, 1 Teelöffel Paprikapulver, etwas Salz und ein bisschen Cayennepfeffer würzen und dann kannst du das erstmal an die Seite stellen. Jetzt nimmst du dir entweder ein Backblech oder so eine Auflaufform, wie ich genommen habe, und packst da 300 Gramm Nachos drauf. Auf die Nachos verteilst du dann 75 Gramm geriebenen Cheddar oder einfach so viel, bis es grob bedeckt ist. Dann verteilst du deine Hackmasse da drauf. Als nächstes kommen dann etwa 200 Gramm Kidneybohnen und dann nochmal 75 Gramm Cheddar-Käse. Das alles kommt dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 2-5 Minuten oder bis der Käse geschmolzen ist in den Backofen. Und dann kannst du das Zeug entweder schon einfach so wegsnacken oder du schmeißt da noch ein bisschen Gemüse mit drauf. Als Gemüse kannst du dann einfach 4 Tomaten würfeln, ein halbes Bund Petersilie klein hauen, 2-3 Frühlingszwiebeln in Scheiben hauen und dann noch 1 oder 2 Avocados würfeln, die dann alle zusammen in einer Schale tun und durchmischen und dann einfach so viel davon, wie du willst, auf deinen Nachos verteilen. An sich ist das auch eigentlich schon ein Gericht, was du alleine so essen kannst, aber ich finde, es gehört natürlich auch zu den Game Day Snacks noch mit dazu und so hat man auf jeden Fall alles, was man will. Dann musst du auch nur noch den Tisch anrichten, also einmal die Soßen hinstellen, deine Chicken Bites hinstellen, natürlich deine Burger schön stapeln und deine Mini-Pizzen mit daneben. Wenn du dann keinen Platz mehr hast wie ich, musst du die Nachos natürlich woanders hin tun, aber das ist auch in Ordnung und dann kannst du das Zeug genießen. Das war auch schon alles. Die Snacks sind alle fertig. Ist ein bisschen mehr als nur ein paar Snacks, aber naja. Die Platte hat keinen Platz mehr auf dem Tisch, aber ist auch egal. Ich hau jetzt den ganzen Haufen weg. Oh. Abonnier den Kanal.